Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt hier am Donnerstag. Das Ding nennt sich Abbott Donut School oder so ähnlich, keine Ahnung. Ist ein Zuschauerwunsch, ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir gehen auf New Game, Select the Game Difficulty Easy Game Mode with Hints, was auch immer Hints sein soll. Hard Game Mode without using Hints. Ich bin kein Ober-Profi-Spieler, Obi-Spieler bin ich auch nicht, deswegen. Ich hätte normal genommen, aber normal gibt's nicht. Dann nicht. Ist das schon? Ach, das ist schon das Game, ja? Okay, was soll ich machen? Ah, ich kann diese Tür öffnen. Okay. The school is inhabited by ghosts. You have to get out of school. School? Also, ich muss aus der Schule raus. If not, you will remain here forever. Wenn nicht, dann bleib ich halt eben für immer. Gut. Man kann die Tür öffnen. Achso, das ist Hints. Ah, okay. So ein Hinweis. The key with tag 201. Okay. Und sonst? Was ist das? Ah. Ach, das ist so ein Click-Game. Ich muss mich hier durchklicken. Ah, ich verstehe. Und the door 201, the geography door is locked. Ja, ich habe so einen Schlüssel bekommen. Ah, muss ich mir extra ausrüsten. Ach, to get out of school building. Irgendwie geht das wieder zu? Ah, okay. So, aufgeschlossen. Ich habe gefunden einen Stuhl. Den packe ich mir jetzt auch in den Rucksack. Das ist nix. Das ist nix. A strange object on the cabinet can't take it. The cabinet very high. Oh nein! Dann holen wir doch mal schnell unseren Stuhl aus dem Rucksack. Und packen den da hin. Und dann haben wir The Mirror. Gut. Die Atmosphäre und den Sound mag ich, aber ich weiß nicht, was ich von so einem Klickspiel halten soll. Huch, was war das denn? Das ist ein Globus. Mit einem Zettel. Okay, die Hints verraten sehr viel. Level of Fear. Aha, okay. The ghost of Lisa on the stairs of the second floor. She won't let you go to the second floor until she found her mirror. Hi! You died? You scared and your heart gave out? Was? Was? WTF? Also besteht das quasi aus auswendig lernen und schnell klicken, oder was? Ja, ich kenne dich bereits. Komme ich denn hier aus diesem Bildschirm wieder weg? So. Okay. Komme ich denn von hier weiter weg? Die Tür ist ja auch verschlossen. Hurra. Achso, das regeneriert sich aber, dieses Level of 4. Okay. Wenn ich das 4 am Globus sah, irgendwie nicht so gruselig aus. Die Tür geht nicht auf. Die will er nicht öffnen. Gut, das ist ein Rätselgame, wo man anscheinend so viele Jumpscares kassieren kann, dass man stirbt.
Habe ich doch schon hingetippt. Das ist ein tolles Geräusch. Macht der hier nur nicht? Gut. Vielleicht gibt es ja noch mehr. Wenn ich das letzte Mal hier hingetippt habe, hat sich ein Typ erhangen. Ja, nee, den wollte ich jetzt nicht. Nö. Ach, ich kann auch hier tippen. Mein Gott. Hallo! Du willst dein Mirror. Okay, hier. Und dann geht die eiskalt. Okay, alles klar. Ich habe eine Tasche. Mit 202. Bam. Okay, wir sind jetzt aber in der 102. Ich habe einen Schlüssel mit dem Buchstaben A. I don't know the code. Ich auch nicht. Sind wir schon zu zweit. The ghost on the stairs of the second floor named Jack is gambler. He becomes angry when he loses his lucky dice. If he's not in the spirit, he may not let you in. Von was scheißt der Typ sich gerade ein? Das kann ich nicht lesen, was da steht. Okay. Gehen wir in die 2. Oh, hi! Wer bist du denn? Der war gerade eben aber noch nicht da. War noch gerade eben ein anderer. Gehen die 202. Da ist was. Piece of a picture. Was können wir hier? V. Punkt gleich Punkt Strich. You will kill the end. Ich töte das Ende. Okay, mache ich öfters, ja. Da, lass mich raten, das ist der Code. Ich versuche mir mal das zu merken. Mache ich eh nicht. Also V. Punkt. Ich. Da. Das und Punkt mit Strich. Ich habe nicht so ganz. Dankeschön. Würfel. Ach so, die will der. Die will ja der Geist an der Treppe haben. Gut. Du willst Schlüssel, Würfel. Hier. Tschüss. Hier ist alles offen. Da liegt eine Zeitung. Die interessiert aber keinen. Die Zeitung interessiert auch keinen. Das hier juckt auch nicht. Gehen wir hier rein. Okay. Mit dem Schlüssel können wir das hier machen. Jetzt brauche ich noch einen B-Schlüssel. Und das ist ein Zahlencode. Den müssen wir auch noch finden. Alles klar, habe ich kapiert. Da geht er irgendwie nicht hin. Dann gehen wir hier rein. Hier ist alles voll mit Scherben. I don't know the code, ich auch nicht. Oh, bitte kein Musikrätsel, ich kann kein Klavier spielen. Und so ein Rotz, kann ich alles nicht. Das ist auch ein wundervolles Picture. Und hier, oh Gott. Picture broken into several pieces and some pieces are missing. Ich weiß. Eins davon habe ich gefunden. 8256431. Okay, das sind tolle Zahlen. Na, da habe ich ein Foto von gemacht. Bemerkenswert. Schön mitgedacht.
Okay, was nützt mir das Foto? Fünfmal die blaue Taste, einmal die rote. Ich habe halt keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich habe von Musik absolut nicht so wirklich die Ahnung. Ach, warte mal. Warte. Ach so, das hat man sich auch als Foto mitgenommen. Ah, schön. Vielleicht soll die Taste die 5 sein. Das Rote ist dann die 1. Was nützt mir das zu wissen? Ich weiß ja nicht, was ich spielen soll. Was ist das hier? Das ist etwas, das wirklich Werbung auslöst, obwohl das Internet ausgestellt ist. Was passiert, wenn ich auf das Fragezeichen tippe, weil ich raff hier echt nicht, was ich tun soll? Es wird sich auf jeden Fall ein Fach öffnen, wenn man es richtig spielt. Ich könnte sowas vom Pianist werden. Okay, komm. Press the key in the correct sequence. Was für ein Schlüssel? Welche Sequenz? Gibt's hier noch was? Nee. Jetzt können wir aufs Klo. Das sind tolle Toiletten. Der will mir doch irgendwas damit sagen, dass das so komisch farblich gemacht ist. Noch a piece of a picture. Abspülen kann man nicht. Nicht nur das Piece of the Picture. Gut, da fehlt aber immer noch eins, oder? 8, 2, 5, 6, 4, 3, 7, 1. Was will er mir damit sagen? Wieso scheißt er sich gerade schon wieder in die Hose? Es passiert doch gar nichts. So, die 101 ist ja auch noch zu. Ist das hier echt alles in der Sporthalle? Gut, hier ist das mit dem Picture. Hier ist das mit diesem Code, der mir irgendwie nichts sagt. Sonst sehe ich hier nichts. Das muss ich doch hier an diesem Klavier irgendwie nutzen lassen. Ich meine, das sind die Dings, wie heißt, selben Farben. Und da sind aber auch so schwarze Punkte. Also ich hasse Musikrätsel.
Keine Ahnung, ich habe von Klavierspielen alles absolut keine Ahnung. Keine Ahnung, was die hier von mir wollen. Was wollen die mir damit sagen? Ganz ehrlich. Gib mir jetzt einen Tipp, du Eumel. Einen ordentlichen. Press the keys into Corex. Ja, was ist das denn für ein Tipp? Meinst du, da wäre ich nicht von selber drauf gekommen? Das ist ja lachhaft. Das hätte ich selber nicht erraten, ne? Drücke die Tasten in der richtigen Sequenz. Also in der richtigen Reihenfolge wahrscheinlich. Wäre ich ja von selbst nie drauf gekommen. Okay, bevor wir das hier in die Länge ziehen, ich pausiere an der Stelle. Und mal schauen, ob ich das irgendwie noch rauskrieg. Ist es wirklich so billig, wie es mir gerade in den Kopf gekommen ist? Oh mein Gott! Es ist wirklich so billig. Ja, es war viel easier, als man angenommen hat. So, dann machen wir die 101 auf. Hier ist der Tisch voll mit Scheiße. Das ist sehr schön. Hier sieht es auch wundervoll aus. Jetzt bin ich versehentlich rausgegangen. Was ist denn hier? Irgendwas soll ich ja hier sehen. Ach hier, da ist Schlüssel B. Okay. Dann haben wir aber immer noch keinen Code. Wo wollte er abhauen? Hier will der abhauen. Den Code kriegen wir safe, wenn wir alle Bilderschnipsel haben. Wollte mir hier irgendwas zeigen gerade. Liegt hier kein Schnipsel rum? Kann ich mir ja kaum vorstellen, dass hier nichts ist. Warum kann ich das Bild hervorholen? Aber das andere nicht. Warum geht das? Wow. Das hat mich jetzt wirklich erschreckt. Aber den Spieler nicht. Das ist ja auch interessant. Deswegen kann man das hervorheben. Damit man mir einen komisch aussehenden Jumpscare reindrückt. Okay? Gut. Ist okay. Ist okay. Vielleicht habe ich bereits auch schon alle. Vielleicht sind es nur zwei. Some pieces are missing. Nee, es fehlen mehr. Also es muss noch mehr geben. War in dem Klavier noch was drin? Nein. Warum zeigt man mir zuerst diesen Blickwinkel an? Wahrscheinlich einfach nur so aus purem Scheiß. Damit ich mich frage, warum die das machen. Hier muss auch ein Jumpscare geben. Den warten wir jetzt mal ab. Ah nee, da ist ein Zettel. Are you still alive, but you don't have long? Oh. Das schockiert ja meinen Charakter noch nicht mal.
Sag mir lieber, wo das verkackte Bilddings ist. Was war jetzt eigentlich auf dem Klo? War hier irgendwas? Ja, hier, gibt's hier was? Ne? Nicht? Braucht man nicht? Braucht man nicht. Ich kann mir irgendwie wieder nicht vorstellen, dass es hier nichts gibt. Wäre auch Quatsch. Achso, das ist einfach nur... Gut, das war der Raum. Gehen wir nochmal ganz hoch. Also hier war der Code. Hier war gar nichts. Und auf dem Klo war gar nichts. Okay. Kann so schwer nicht sein. Ich glaube einfach, dass in diesem Raum mehr sein muss als nur dieser eine Schlüssel. Some pieces are missing, ja. Wo hast du die hingeschmissen, du Eumel? Okay, der Hinweis ist soll raus. This minigame to complete it, you need to find the 8 difference. Hä? Okay, wie ist das jetzt passiert? Also hier. 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 Also da, das, das, ich habe mich mitgezählt, das, 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 danke. Sonst sehe ich gerade spontan nichts, doch hier. Ja, was ein Bild, also so viel Dreck da im Hintergrund. Das könnte ja überall der Fehler sein. Ich dachte, das oben mit dem Fragezeichen wäre ein Timer. Ah, hier. Der Abfluss. Ach was. Okay. Hä, wie ist das jetzt passiert? Ach nee. Oh Mann, ich dachte, dass da hinten die Tür wäre ein Ausgang. Ist es gar nicht. Das löst hier dieses Minigame aus. Ja, okay, das war dann jetzt nicht so schwer. So, und jetzt? Jetzt haben wir es auch. Okay, wir können das hier bewegen. Wundervoll. Dann schmeißen wir das mal alles gerade kurz raus. Das kommt safe hier oben in die Ecke. Das kommt daneben. Das ist ja gar nicht schwer, wenn man den Rand immer schön zuerst macht. Das nicht. Das kommt dahin. Das sitzt aber gerade noch nicht richtig. Das kommt nicht dahin. Aber das kommt hier hin. Räum hier mal den Rotz weg. Die hat den Code im Gesicht stehen. Den Code im Gesicht hat sie stehen.
Also Z oder 2,6 Pentagramm. Alles klar. Das waren die Toiletten. I don't know the code. Du weißt den Code. Du Eumel. Willst du mich komplett flachsen? Sag mal. Ich habe ihn dir gerade gezeigt. Ganz ehrlich, also. Man kann sich aber auch anstellen. Nee, ich weiß den Code nicht. Er hat da gestanden, du Offenkopf. Es war sehr offensichtlich. Ist es jetzt besser, ja? Okay. Oh, neue Info. Wusste ich gerade eben noch nicht. Meine Güte. Also das. Ach nee, warte mal. Z 6. Did you get out of school? The game is complete. Thank you for playing. Okay, der Jumpscare mit dem Bild, muss ich ganz ehrlich sagen, der hat mich erwischt. Ja, der hat mich wirklich erwischt, aber das war's dann auch schon. Gut, das Ganze ging 27 Minuten, aber immerhin. Gut, weil ich mich sehr dumm angestellt habe. Hätte ich einfach mal da hinten auf das Symbol getippt, aber ja. Wer denkt schon so weit? Gut, das war's mit der Bedonnen School. Das war wieder ein Einteiler und es war ein Zuschauerwunsch. Vielen Dank für den Vorschlag. Wenn ihr auch Vorschläge habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben oder auf Twitch in den Chat. Die Links dazu, alles drum und dran, findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann und ciao.